Willkommen zu einer heute etwas kleineren, gemütlicheren Runde von DevPlay. Nächstes Mal werden wir wieder in größerer Besetzung da sein, aber diesmal haben wir nochmal ein spezielles Thema, wo ich mal jemanden von Deck 13 mit dazugenommen habe. Ich glaube, irgendwann warst du auch schon mal bei uns mit dabei, ein bisschen her. Ach, und auf der Messebericht hatten wir dich auch schon. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Tim Schwank, ich bin der Head of Art von Deck 13 und ich kümmere mich um alles, was mit bunten Pixeln zu tun hat in unseren Spielen. Pixelschieber. Genau. Ich bin Jan von Deck 13 und keine Sorge, nächstes Mal sind auch wieder andere Studios mit dabei. ja, aber wir dachten, es ist ein ganz spannendes Thema, was immer ganz schön ist, wenn mal jemand dabei ist, der wirklich das täglich macht, sich sehr, sehr stark im Detail damit beschäftigt. Wir arbeiten ja gerade hier an The Search 2 und da gibt es auch auf Gestaltungsseite einiges zu tun. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich so dein Aufgabengebiet bei dem Projekt ist. Mhm. Ja gut, also bei dem Projekt kümmere ich mich vor allen Dingen mit um die Art Direction. Das bedeutet letztendlich eigentlich so die, wie soll das Spiel aussehen, was ist so die Idee dahinter, wie soll das alles am Ende gestaltet werden, wie sehen die Charaktere aus, die Welt. Und das mache ich natürlich nicht alleine, da habe ich auch entsprechend auch noch Hilfe, auch mit zwei weiteren Art Direktoren. Aber im Großen und Ganzen ist meine Aufgabe, das alles so das Bild zusammenzuhalten, dass es am Ende alles schön zusammenpasst. Und man stellt sich das jetzt vielleicht ja auch so vor, dass man sagt, okay, dann ist dann irgendwie der Chefgestalter, der hat dann seine Leinwand, vielleicht auch seine digitale und sagt, so, das Spiel ist schon in meinem Kopf, so wird es aussehen, so will ich das, du machst das, du baust 15 Tannen, wir bauen eine, keine Ahnung, einen Berg. Ist das so oder ist das vielleicht doch ein bisschen anders? Also nicht, dass ich das wüsste, aber... Nee, eigentlich ist es natürlich nicht so. Viele stellen sich das so vor, aber im Großen und Ganzen fängt das ja schon bei der ersten Projektidee an. Was für ein Spiel soll das sein? Wo soll das spielen? Was für eine Art Genre ist das? Mit wem macht man das Spiel zusammen? Das heißt, da gibt es schon ganz viele grundlegende Parameter, sag ich jetzt mal, so Pfeiler, sag ich jetzt mal, die das festlegen, in welche Richtung das Ganze geht. Das heißt, da ist man schon so ein bisschen eingeschränkt, was jetzt nicht schlimm ist. Und dann geht das Ganze halt weiter. Was will man für eine Geschichte erzählen und wie sind die Spielarten, Mechaniken und so weiter. Das heißt, da tut man sich das Ganze grundlegend erstmal alles sich anschauen. Dann natürlich kommt der Punkt, was will man eigentlich sagen? Und da geht es aber auch nicht darum, dass dann eine Einzelperson das sagt, sondern was möchte dann quasi, sag ich jetzt mal, die Gruppe, die Firma im Großen und Ganzen, da machen wir ja auch große Runden anfangs immer, wo wollen wir hin, klopfen das ab und dann tun wir so Stück für Stück langsam versuchen, klarer zu fassen, um was es eigentlich wirklich geht. Das heißt, es ist ein Teamwork tatsächlich am Ende des Tages. Bricht man so runter in einzelne Sachen. Ja, ich glaube, das ist bei uns auch immer so das Spannungsfeld, vielleicht ist auch in anderen Firmen so. Ich glaube, wir und denke mal, da gibt es den anderen Firmen geht's relativ ähnlich, die so unsere Größe haben. Wir sind immer noch so weit mit dabei, dass wir sagen können, wir hätten gerne die und die Richtung. Wir stellen uns das Spiel so und so vor und jetzt machen wir das mal. Wohingegen es, ich sag mal, den Indie-Entwickler vielleicht gibt, der alleine an seinem Spiel sitzt oder zu zweit, zu dritt, der kann vielleicht wirklich sowas machen, kann vielleicht wirklich sagen, ich will das so und so. Ich baue jetzt heute mal mein Level und das ist das, was ich will. Aber du hast ja gerade ein bisschen gesagt, bei uns ist es ein bisschen anders. Es ist auch, es sind schon Gruppenentscheidungen, es sind viele Sachen, die von außen kommen. Aber vergleichen wir jetzt mal vielleicht mit anderen Studios, wie Naughty Dog oder ein großes Ubisoft-Studio oder sowas. Würdest du da einen Unterschied sehen dazu, wie man das in einem deutschen mittelgroßen Studio macht? Also gibt es bei uns nochmal Sachen, die wir vielleicht anders machen, als andere größere Studios mit mehr Leuten das angehen? Also aus erster Hand kann ich das nicht sagen, weil... die meiste Zeit war ich jetzt hier bei Deck 13. Aber von dem, was ich natürlich von außen gehört habe und so weiter, machen das viele Studios sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich am Ende immer jemanden, der am Ende die Fäden so ein bisschen zusammenhalten muss, der das Ganze am Ende so ein bisschen versucht, so ein bisschen das in eine gewisse Richtung zu steuern. Art Direction heißt ja auch eine Richtung geben, eine Direktion. Das ist auch bei uns so und sicherlich ist das in anderen Firmen dann, je nachdem, wie groß die Budgets auch sind und wie berühmt und bekannt die Spiele sind, gibt es dann teilweise natürlich immer stärkere Personen, die das am Ende sehr stark versuchen, in eine Richtung zu tun. Aber auch von Seiten des Publishers dann sehr, sehr viel Marketing und all die dann auch sagen, hey, das könnt ihr schlecht verkaufen und so weiter, ihr müsstet das nochmal ein bisschen umschichten. Das heißt, ich glaube, dass für ein mittelgrößeres Projekt, sag ich jetzt mal, also jetzt kein AAA wie Naughty Dog und sowas, dass da noch mehr künstlerische Freiheit drin ist, dass man da noch ein bisschen mehr freie Ideen reinbringen kann als bei den ganz Großen. Das glaube ich
schon. Und das ist auch das, was wir hier versuchen, wirklich halt auch mit dieser Teamarbeit und so auch versuchen, so ein bisschen hier allen zu ermöglichen. Merkst du das auch bei sowas wie Bewerbungsgesprächen, dass Leute das auch schon vielleicht ahnen oder machen wollen, wenn jetzt jemand wie uns kommt, oder ist es nicht so deutlich sichtbar? Doch, doch. Also ich meine, wir werden natürlich auch noch als kleines Studio irgendwo wahrgenommen, was dann so mit 60, 70 Personen sicherlich halbrichtig ist, auch nicht mehr ganz, weil ein Indie-Studio dann oft dann doch einige Leute weniger sind. Das heißt, also wir sind dann schon halt auch mittlerweile doch auch eine wirklich auch wirklich eine nicht ganz unbedeutende Größe eigentlich. Aber klar, die Leute kommen mit der Vorstellung hierher, dass sie noch viel selber mitgestalten können. Und das ist auch das, womit wir auch tatsächlich werben, auch in den Bewerbungsgesprächen. Das heißt, wir sagen schon, wir versuchen, was ich davor gesagt habe, im Team auch Ideen aufzunehmen und so weiter, zu sammeln, mit den Leuten auch diskutieren. Es kann nicht alles davon rein, aber wir wollen den Input und wollen gemeinsam überlegen, was passt am besten. Und das fängt tatsächlich auch bei Praktis mit an, die bei uns reinkommen. Das heißt, wenn die eine gute Idee haben, die wirklich gut reinpasst, gibt es da oft auch gar keinen Grund, das nicht zu machen. Aber es ist schon auch irgendwie bei uns ein Spannungsfeld, oder? Dass man sagt, irgendwie man will gerne was selbst machen, aber man hat viele Anforderungen. Mal als Beispiel, was wir hier hinten haben, was man hier sehen kann, ist eine Textur aus The Search Teil 1. Die war auf den Automat, auf den, wie sagt man, Ja, Snackautomaten. den Vending Machines, Genau. ja, genau. War die drauf und ist ziemlich klein und da hat sich aber trotzdem irgendwer ziemlich viel Mühe gegeben, sich lauter Marken auszudenken. Das sind alles irgendwie Sachen, die es so gar nicht gibt, die sich jemand ausgedacht hat, weil man ja auch immer aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Marken verletzt und so, dass man nicht irgendwie sagt, wenn ich da Snickers drauf tue, dann kommt auf einmal irgendwie, keine Ahnung, wem hat Snickers gerade gehört, Nestlé, Mars, irgendwie so hier, sagt ihr raus damit, ihr spinnt ja wohl und Strafe. Deswegen versucht man immer, sich das Eigenes zu überlegen. Aber das war jetzt schon von einer 2D-Gestalter, Gestalterin, eigentlich fast alles eigene Ideen, oder? Die man so jemand gemacht hat. Oder gab es da jetzt viele Vorgaben zu sagen, du musst jetzt die Maschine so und so bauen? Nee, also wir haben genauso wie das auch beim Spiel ist, wir haben schon natürlich eine Grundidee. Das heißt, wie sage ich jetzt mal, je weniger Leute du hast und das Budget und auch die Zeit auch natürlich begrenzter vielleicht ist als bei viel, viel größeren Produktionen, auch wenn unsere nicht so klein war am Ende natürlich, musst du da sehr, sehr eifersüchtig auf deine Zeit achten. Das heißt, natürlich überlegst du dir bei jeder Sache, die du machst, was soll das sein am Ende und so weiter. Aber bei der Vending Machine Sache haben wir gesagt, wir wollen unbedingt in The Search halt zeigen, dass auch die Leute da irgendwelche Sachen konsumieren und wollen damit auch einen Spaß machen, dass nicht immer alles so bierernst ist und alles ist tödlich und sind lauter kleine Gags drin, genau, versteckt richtig. sind. Und da haben wir gesagt, Die hier, Chew-You-Cookies. wir wollen quasi so eine Maschine gestalten, das soll also ein kleiner Gag dabei sein, aber die Freiheit in dem Fall jetzt für die Künstlerin, für die Konzeptartistin war gegeben, dass wir gesagt haben, okay, überlegt mal ein paar schöne Sachen und machen mal Vorschläge und die meisten eigentlich sind da drauf, auch noch auf dem Teil drauf, weil die echt lustig waren und dadurch, dass uns das auch so gut gefallen hat, wie man sieht, haben wir es ja auch groß ausgedruckt und in Ja. die Firma Hängt jetzt auch gehängt. bei uns vor der Küche Genau, eigentlich. richtig, genau. Also daher, da ist schon immer wie bei allen viel Freiheit drin, aber es gibt immer eine Grundrichtung und da natürlich auch wenige Leute, die dafür sorgen, dass die Grundrichtung gegangen wird, das ist ganz klar. Ich glaube auch, das ist immer auch eine persönliche Sache. Das merken wir, glaube ich, auch oft. Was will denn jemand wirklich? Also ist es für jemand cool zu sagen, ich bin im Team und ich habe hier meine Sachen, hier gebe ich erstmal die Grundidee mit rein und selbst in der Ausarbeitung später gebe ich dem noch irgendwie meine eigene Note. Oder jemand sagt, naja, ich wollte eigentlich eine Welt gestalten und habe mir dann irgendwie eine Cola-Dose, die auf 4x4 Pixeln im Spiel zu sehen ist, weil dann alles, was von meiner Kreativität übrig geblieben ist. Man kann es immer so und so sehen. Ist das auch was, also ein bisschen weiß ich es ja selbst, aber du weißt es noch genauer, wo man auch öfter mit den Leuten mehr diskutieren muss und auch mal sehen muss, wie sind die Erwartungen und kann man die auch richtig erfüllen? Ja klar, also natürlich machen wir alle Spiele, weil wir möglichst tolle Ideen umsetzen wollen und jeder hat das natürlich in sich und wir wollen auch natürlich auch, dass das möglichst viele Leute machen. Aber natürlich ist es so, dass man mit der Zeit ein bisschen lernen muss, auch wo kann ich meine Kreativität wirklich auch einsetzen und anbringen und wo kommt die am Ende auch wirklich ins Spiel. Und da gibt es natürlich immer unterschiedliche Wege dazu. Das heißt, was ich davor ein bisschen gesagt habe, ist den Rahmen, den Gestaltungsrahmen zu finden. Das heißt, was ist jetzt wirklich gefragt, gebraucht? Was für eine Charakter ist jetzt wirklich gerade als Gegner zum Beispiel notwendig in dem Level? Dann ist das eine Gegebenheit. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Wenn ich das alles weiß, dann kann ich quasi anfangen, da meine Ideen reinzubringen. Aber ich muss mich immer so ein bisschen an diese ganzen Rahmensachen halten. Das heißt, das ist so ein bisschen begrenzt.
Und weil du jetzt gerade gesagt hast, ich habe nur eine Cola-Dose gemalt, da geht es natürlich auch um Erfahrung. Das heißt, wenn jemand neu im Business ist, also quasi in Spieleentwicklung kommt, der muss erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Das heißt, man fängt nicht gleich an mit den wildesten Charakteren oder so, sondern man muss sich so ein bisschen reinarbeiten, nicht nur in die kreativen Seite, sondern auch in so diese ganzen Abläufe. Und wenn man das gut gemacht hat, dann kann man innerhalb der gesetzten Aufgaben, die das Spiel halt braucht, sehr, sehr kreativ sein. Sehr viel Freiheit haben, aber man muss mit der Zeit aber auch lernen, das zu sehen. Am Anfang ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht oder ein bisschen ernüchternd, aber mit der Zeit, wenn man mal mehr drin ist, sieht man eigentlich, hey, eigentlich habe ich wahnsinnig viele Freiheiten. Auch The Search, der Publisher hat auch gesagt, hier, wir wollen ganz gern das und das und das, aber am Ende des Tages haben wir wahnsinnig viel unser eigenes Ding machen können. Ja, und das ist halt toll, wenn du halt siehst, okay, wo kann ich, wo darf ich und wo muss ich in der Sache folgen, und das ist aber nicht negativ. Ja, und ich glaube auch, was man dazu sagen muss, ist auch gerade die Person, die das gestaltet hat, die hat auch am Anfang sehr großflächige Konzepte für die ganze Spielareale gemacht und gesagt, schau mal hier, so und Genau. so könnten wir das farblich gestalten, so und Genau. so könnten die Räume sein. Genau. Ich mache Recherche und gucke, welche Bilder, welche Gebäudeteile oder sowas passen gut dazu. Also es ist nicht so, dass jemand sozusagen bei uns angestellt ist, um kleine Texturen zu machen und das war's. Wir haben ja auch viele Leute, die über Praktika bei uns Genau. reinkommen. Und wir achten ja auch darauf, dass die Leute, die Praktika machen, relativ lange eher dabei sind. Das heißt, nicht nur ein paar Wochen, sondern ein paar Monate dabei sind. Das geht bei den anderen Studios, mit denen wir hier sprechen, oft genauso, wenn die mal Praktikanten haben. Einige haben öfter welche, einige machen das selten. Aber dann versuchen die auch, die relativ stark schon an Aufgaben ranzusetzen. Wie ist es denn bei uns im Artbereich so ein bisschen, kannst du mich mal sagen, wenn da jemand reinkommt als Praktikant, was gibt ihr dem der? Genau, also das ist eigentlich, wir sind jetzt mittlerweile im Artbereich bei uns um die, sag ich jetzt mal, 25 Leute, nicht alle jetzt hier in Frankfurt an sich, aber da sind schon ein paar Leute und ganz viele davon sind ehemalige Praktikanten, die bei uns dann 4 bis 6 Monate bei uns halt wirklich mitgearbeitet haben. Und das ist für uns ganz wichtig, die Leute kennenzulernen, ob das jetzt am Ende jetzt Praktikanten sind oder halt sich regulär bewerben. Am Ende ist es eigentlich egal, aber es ist für uns natürlich toll, mit Leuten längere Zeit zusammenzuarbeiten und die kennenzulernen. Und wirklich kennenlernen tut man die Leute eigentlich auch wirklich jetzt nicht nur auf der persönlichen, sondern auch auf der gestalterischen Ebene, wenn man sie mal Sachen machen lässt. Wenn sie quasi nur Kleinigkeiten machen, im gesamten Praktikum kann man hier feststellen, was können die Leute eigentlich und wie viel können sie dann auch über sich hinaus sich weiterentwickeln und so. Und deswegen versuchen wir immer, den Leuten so einen Einstieg zu ermöglichen, die Cola-Dose vielleicht, und dann aber immer mehr. Ja? Das heißt, dann machen sie auch irgendwie komplexere Objekte oder am Ende sogar Charaktere auch so. Für Search auch haben auch Praktikanten manche auch fertige Sachen, komplett aufwendige Sachen gemacht. Und dann ist das natürlich toll, weil man dann sieht, okay, derjenige und so weiter, oder diejenige ist super gut und wir würden die gerne im Unternehmen behalten, was auch tatsächlich bei ganz, ganz vielen passiert ist. Also mittlerweile haben wir ganz viele Seniors oder auch einen Art Director, der auch bei uns als Praktikant angefangen hat. Und das macht einen natürlich auch wahnsinnig stolz, gemeinsam dann auch so einen Weg zu gehen. Also das ist schon wichtige Sache für uns. Ich glaube auch, das ist spannend zu sehen, wie können Leute neu reinkommen und Genau. auch wie kann man vielleicht nochmal, dass es gut am Praktikum ist. Das Schlechte ist, es ist natürlich etwas unverbindlich. Das heißt, man sagt, schade, ich habe jetzt nicht wirklich ein Stellenangebot. Was gut ist, aber ich kann natürlich auch nochmal rausfinden, ist das was für mich? Genau. Passt das Team zu mir? Genau. Auch wie wir es gerade hatten, ist das von der kreativen Seite schön? Ist das was, was mir liegt? Will ich doch lieber in eine andere Genau. Richtung gehen? Genau. Das, glaube ich, ist gerade beim Bereich Art, alles was mit Gestaltung zu tun hat, ganz gut. Es ist was Bildliches, du kannst in den Jobs auch schnell reinkommen. Die Leute wissen schnell, was du kannst. Sie sehen es Genau. ja, das ist ja das Gute. Sie sehen, was man tut. Das ist bei einigen anderen Bereichen natürlich nicht ganz so leicht. Also gerade nehmen wir mal Programmierung, da musst du ganz anders rangehen, die Leute kennenlernen, wie sie Sachen machen. Deswegen sind da Praktika vielleicht auch nicht so häufig. Aber wo ich gerade bei anderen Bereichen bin, wie sieht es denn bei euch so mit der Zusammenarbeit aus? Ich glaube, das ist immer noch mal ein spannendes Thema, weil es ist ja auch nicht so, dass man sagt, wir bauen jetzt einen Kühlschrank oder wir bauen jetzt mal einen Gang und bitteschön, macht mal ein Spiel draus, sondern kommt ja auch von der anderen Seite alles. Wie kommt es bei euch an oder wie seid ihr da integriert? Also, was wir gemeint haben, ist, es gibt natürlich ein Konzept für das Spiel und genauso gibt es natürlich auch dann ein Grafikkonzept. Und am Ende tun die Konzepte am besten zusammenpassen. Das heißt, wir überlegen uns dann schon, ab einem gewissen Punkt, wenn wir alle Parameter von allen anderen bekommen haben, überlegen wir uns, wie setzen wir das um und machen dann Vorschläge. Das heißt, wir sammeln da ganz viele Bilderreferenzen aus dem Internet und sonst woher, Dinge, die wir auch
vielleicht auch selber lange mit uns mittragen, weil sie sagen, hey, das könnte jetzt vielleicht diesmal ganz gut passen und so. Und machen da eine ganze große Vorschlagsrunde am Ende des Tages. Erstmal intern im Artbereich, das heißt, wir tun manchmal sogar dann also Workshops machen, wo Leute dann zu verschiedenen Themen Sachen sammeln. Die kriegen dann schon auch natürlich jetzt von den Artdirektoren oder mir schon eine gewisse Grundrichtung, was zu dem Basiskonzept passt. Und dann war das so bei Lords of the Fall, nach The Search und auch viel jetzt auch bei Search 2, wo wir uns dann zusammensetzen mit den Leuten, die Sachen zusammengesucht haben. Und dann gehen wir durch und sprechen, was könnte passen, was könnte nicht passen, warum und so weiter. Und da wird auch viel diskutiert und da entwickeln sich auch wieder so kleine Ideen oder größere Ideen und am Ende des Tages wird das aber dann von quasi der Artdirektion mit einer kleineren Gruppe evaluiert, wird da so ein bisschen als Filter genommen, was kann wirklich passen, was kann umgesetzt werden und dann geht das meistens wieder zurück an die Gruppen. Und das macht man ganz am Anfang des Projektes intensiv und dann eigentlich geht man dann sehr, sehr gezielt hin und versucht dann die Sachen, die man da so festgelegt hat, umzusetzen. Zeigt das natürlich den anderen auch Abteilungen, dann Story hat sicherlich da ein Wort mitzureden, wenn man da mit irgendwelchen wilden Ideen kommt, dann checken die das, kann das passen und so. Aber es ist ein sehr lebendiger Prozess und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Phase im Projekt, wo man noch das weiße Blatt hat. Und wo man sich was ausdenken kann. Ja, genau. Und das ist, muss ich sagen, auch hier bei uns, jetzt hier bei Deck 13 auch, wie man auch unseren Spielen auch sieht, da legen wir schon großen Wert drauf, dass wir den Sachen irgendwie so immer so einen gewissen nochmal Dreh geben und so, dass es jetzt immer noch ein bisschen was Eigenes, Charakteristisches bekommt und so. Und das machen wir eigentlich schon, versuchen wir schon eigentlich bei jedem unserer Spiele zu machen. Und bei jedem unserer Spiele haben wir das auch schon öfter mal versucht. Wir müssen ja auch immer ein paar Geheimnisse verraten in unseren Folgen hier. Und Tim und ich sind schon seit relativ langer Zeit am gemeinsamen Arbeiten. Wir haben uns vorhin mal überlegt, wann? Im Dezember 20 Jahre. 20 Jahre, wir sind doch nur 20 Jahre alt. Ja, genau. Ja, wir waren drei, also seit drei im Sandkasten. Ja, also das ist schon krass. Ich meine, wir haben echt schon viel Quatsch. Unter anderem, ich meine, selbst bei irgendwie Anker, ja, nicht mal unser erster Titel, ne, sondern da haben wir uns schon 5 Jahre gekannt oder so. Ja. Und wussten noch gar nicht genau, wie man Computerspiele macht, aber haben immer gedacht, wir haben alles raus. Ja, genau. Wir wissen alles am Aber besten. Jetzt mittlerweile. Jetzt wissen wir wirklich alles. Jetzt wirklich, ja. Genau. Das glaubt uns immer noch keiner. Nee. Das ist komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, was ist, ich glaube, das ist ein total spannender Teil in der Spieleentwicklung, gerade wenn man sich mal die deutsche Spieleindustrie anguckt. Es gibt zwar schon sehr, sehr lange deutsche Spieleentwickler, aber es gibt nicht so viele, so große, die über die letzten 10, 20 Jahre entstanden sind. Ich meine, wir haben ein paar gesehen, zu denen wir immer irgendwie aufgeschaut haben. Wir haben ein paar größere gesehen, Leute, die Spellforce, Sacred gemacht haben, die Gothic gemacht haben. Hier der gute Björn zum Beispiel, dann wieder gesehen hat, wie wir dann irgendwann Venetica gemacht haben. Und es gibt aber tatsächlich nicht so viele auch, die wir uns als Beispiel damals hätten nehmen können. Es waren wirklich eine Handvoll Firmen und es waren auch nur eine Handvoll Bewerber und Mitarbeiter, mit denen man was machen konnte. Und ich finde, das ist schon irgendwie ein bisschen deutschlandtypisch, dass sich die Leute alles irgendwie selbst aufbauen müssen, selbst beibringen müssen. Macht Spaß, aber es ist ja auch ein langer Weg. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es gab natürlich immer wieder so, Studios wie jetzt Crytek auch und dann auch später Jager, die dann auch wirklich sehr international noch große Sachen auch gemacht haben oder jetzt halt auch dann Ubisoft in Deutschland auch, sieht man auch natürlich tolle Sachen. Aber ja, es ist das Gefälle gefühlt so ein bisschen von den Studios, so was sie auch in ihren Portfolios und was für Projekte die machen und stemmen konnten, das ist schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich eigentlich gewesen und deswegen auch für uns natürlich schwierig, wo ist da der Anschluss? Die manchen waren schon sehr, sehr weit weg, da hat man immer so hingeschießert, dort, das wäre mal nett, da hinzukommen, auch immer unser Ziel, auch mal was Größeres, dann auch mal über nicht den Tellerrand zu schauen. Zu machen. Nee, wie viele waren wir? So 10 waren wir schon. Da waren wir schon, ja, 10, 14 waren wir schon, ja, am Ende, aber das in der Tat, wie du gesagt hast, ist schwierig und man musste sich da so ein bisschen Münchhausen-mäßig immer so ein bisschen selber hochziehen. So, wenn du jetzt mal überlegst, in den letzten 20 Jahren, ist da eine gewisse Entwicklung, hat da eine Entwicklung stattgefunden in Deutschland, aus deiner Sicht jetzt mal raus, auch Leute, mit denen du arbeiten kannst, an denen man sich orientieren kann oder die man, die man mit sich aufnimmt oder nicht so? Ich glaube, ich weiß gar nicht, das ist jetzt nicht deutschlandspezifisch oder so, sondern es ist einfach halt die Informationen über Spieleentwicklung
die ist mittlerweile so einfach zu kriegen durch das Internet und durch diese ganzen auch Einblicke. Das gab's ja damals noch gar nicht. Ja, aber nicht, das Angebot ist natürlich wahnsinnig gewachsen und natürlich sehen wir auch, dass ganz viele Studienplätze aus dem Boden raussprießen, nicht nur jetzt private, sondern auch staatliche Sachen. Da ist das Wissen immer noch so ein bisschen so einen Anfängen, würde ich sagen, weil nämlich die Leute, die am meisten Erfahrung haben, was die Sache angeht, in Deutschland, sage ich jetzt mal, die sich das Wissen auch aneignen mussten, die arbeiten noch in der Branche größtenteils und verteilen das Wissen noch nicht so breit. Daher, aber was sich halt geändert hat, auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass die Leute, die sich hier bewerben, sehr, sehr, sehr viel oft selbst sich beigebracht haben mit den ganzen Mitteln, die zur Verfügung steht. Auch die Tools werden auch einfach und so weiter. Man kann sich auch mehr auf die Inhalte mittlerweile konzentrieren, als sich genau zu überlegen, wie animiere ich jetzt den Pixel von A nach B, sondern das ist schon mehr da. Aber ich kann mir überlegen, was soll der Pixel denn machen, wenn er bei B angekommen ist. Und das ist halt schön, dass das auf einem höheren Level dann auch ist, wie die Leute sich bewerben. Das heißt, die können dann die meisten Tools schon, haben wir schon mit Unity oder sonst was gemacht. Das hat sich schon geändert. Aber sag ich jetzt mal so wirklich so das ganz große professionelle Austausch innerhalb der Studios und auch dann der Transfer der Leute, würde ich sagen, ist immer noch überschaubar, mein Gefühl. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so wär auch ein bisschen meine Zusammenfassung der Sache. Ich glaube, es hat sich extrem viel getan. Es ist auch gerade, wenn man halt eine Größe erreicht, wo man eben professionell in Anführungszeichen arbeiten muss, wo man sagen muss, okay, mein Team ist so und so organisiert, jeder hat irgendwie seinen eigenen Beitrag, wir müssen gucken, wie wir das zusammen machen. Das ist halt schon mal ein neuer Schritt, der jetzt mal egal von einer Entwicklung des Spielemarktes ist, aber auch in Deutschland zu sehen, wie weit das geht und so. Ich glaube, es hat sich viel getan, es hat sich super viel entwickelt. Ich glaube, Deutschland muss sich nicht verstecken vor anderen Ländern, was die Produktionsmöglichkeiten angeht. Das heißt, es gibt keine Ausreden mehr, finde ich, zu sagen, hey, aber wir konnten doch nicht. Wie du sagst, an manchen Sachen ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen. Bei manchen Sachen kannst du dir halt nicht den Senior Art Director einfach mal vielleicht irgendwo vom Markt in Deutschland holen, sondern es ist schwieriger. Aber ich glaube, man kann nicht mehr sagen so, ah ja gut, wir haben ja nicht die Möglichkeiten oder wir müssen jetzt in den anderen aufgucken. Ich habe so das Gefühl, es ist eigentlich eine gute Zeit, gerade für deutsche Studios, um mal wirklich richtig gute Produkte zu liefern. Jeder wird seine eigene Meinung haben, wird sagen, ja, 13 müsste auch mal langsam oder hey, es gab doch schon ein paar ganz tolle Sachen oder nicht. Ich habe so das Gefühl, man ist an so einer Schwelle, wo man jetzt wirklich sagen muss, okay, wir sind hier, wir sind auch international, können wir Sachen machen, jetzt müssen wir es halt auch tun. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Zeit eigentlich. Absolut, also ich habe auch das Gefühl, dass jetzt viele, viele Kleine sich formieren und so und die auch wirklich coole Sachen auch in Ideen haben und so und da glaube ich auch, dass da noch vieles kommen wird und ich freue mich auch, weil Deutschland eigentlich, wissen wir auch, die Deutschen, wir spielen ja alle total wahnsinnig gerne und kaufen auch wie verrückt, sage ich jetzt mal, ist ein super toller Markt für alle Welt. Es wäre auch schön, wenn wir ein bisschen stärker unseren Kram hier auch produzieren könnten und das halt auch auf einem höheren Level. Aber ich habe auch, wie du sagst, das Gefühl, es formiert sich so ein bisschen und wenn es noch ein bisschen Unterstützung insgesamt gibt, vielleicht halt auch aus auch anderen politischer Sicht oder auch generell das Klima dazu, was sich ja ändert, auch mit der Zeit, dann glaube ich, wird das noch sehr spannend hier. Gerade zum Thema auch, wie können wir einsteigen in die Spielebranche, wie kann man bei der 13, wie kann man bei den anderen Läden, Keen, Crytek, du hast auch noch Jager genannt, Piranha Bytes, wie kann man da reinkommen? Werden wir nochmal eine Folge machen, werden wir nochmal uns extra mit beschäftigen, aber auch hier, glaube ich, kann man schon so ein bisschen sehen, es gibt tolle Ausbildungswege, es gibt tolle Möglichkeiten, wenn man kreativ ist, wenn man ein bisschen Talent für Gestaltung hat. Ja. Man kann es über ein Praktikum ausprobieren, man kann eine Ausbildung, man kann ein Studium machen mit einem Schwerpunkt und einfach mal eine Bewerbung raushauen und gucken, was passiert. Es ist eine gute Zeit, viele Leute stellen hier und da wieder jemanden ein. Manche Sachen sind nicht einfach, auch gerade als Spielentwickler umzusetzen, aber genau das zu lernen, genau da mal mittendrin zu sitzen, in einem mittelgroßen Laden, glaube ich, ist eine Sache, wo man auf jeden Fall immer viel lernen kann. Man muss nicht 20 Jahre lang vielleicht an einer Stelle sein, so wie wir alten Säcke, wie wir Jungspunde. Man kann natürlich auch mal wechseln, aber allgemein glaube ich, ist ein super spannender Bereich, der hoffentlich auch jetzt nochmal durch aufkommende Förderung und so in Deutschland und Europa ein bisschen weiter nach oben kommt und dann bin ich mal ganz persönlich auf unser nächstes Gestaltungsmeeting gespannt. Aber ihr könnt auch gespannt sein, ob wir mal ein bisschen was noch zu unseren Games zeigen und gerne natürlich auch jetzt von unseren anderen Teams das nächste Mal wieder. Schreibt uns, schreibt unter das Video, was ihr gerne noch wissen würdet, was euch an Art-Ding interessiert oder
was euch nicht interessiert, wo ihr gerne vielleicht mehr zu anderen Themen wissen wollt. Alles, was ihr in den Kommentaren habt, immer raus damit. Und ansonsten sehen wir uns nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.